Das ist der Ener. Der Ener heißt in Wirklichkeit René und wurde in den 70er Jahren in Aachen geboren. Schon ziemlich früh gemerkt, dass er ziemlich gut am Klavier ist, ziemlich viel geübt und irgendwann in der Jugendfreizeit den hier kennengelernt. Das ist der Flo, den kennt ihr schon. Mit Flo zusammen hat der Ener eine Menge Musik gemacht. Die hatten ihre erste Band zusammen und haben irgendwann sogar mal eine Hip-Hop-Kombo auf die Beine gestellt oder eine Coverband, in der sogar die Frauen Schnurrbärte tragen mussten. Stylmäßig auf jeden Fall immer schon weit vorne. Irgendwann haben die in der Jugendfreizeit auch mal ein Musical gemacht. Der Flo hat da gesungen und der Ener in der Band gespielt. In dem Musical ging es übrigens um Zirkus, deshalb haben die auch so schöne Zirkuskostüme angehabt damals. Der Ener hat dann irgendwann nach der Schule Jazz studiert und auch in Jazz- und Swingbands gespielt. Hallo. 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 Hier kommt das Tillmann Schneider Swing Terzett. 1, 2, 3, 4. Der alte Walter ist natürlich das Akkordeon. Wie heißt der Mann hinter dem alten Walter? Das ist der schöne René, René Schwiers. Und der schöne René hat irgendwann mit ein paar Studienkollegen eine Funk- und Soul-Band gegründet und da hat unter anderem auch der Flo mitgesungen. Und die Band hieß Funks Force 5. Versteckt hinter den Keyboards der Mann mit der Zigarette, ladies and gentlemen, René Schwiers an den Keyboards! So schön funky war, sind Funks Force 5 heute bei uns im Gloria zu Gast.